Also in dem Jahr hat sich das Staatstheater komplett neu aufgestellt. Wir haben uns ein Logo gegeben, ein Motto gegeben, Haus der Künstlerinnen und Künstler, weil alle Spartenleiter inklusive des Staatsintendanten selber im Maschinenraum der Kunst unterwegs sind. Das Theater hat einen neuen Generationswechsel, eine ganz neue Generation an Theatermachern mit Jan-Philipp Gloger und Johanna Malwitz ans Haus gebracht. Goe Montero ist geblieben und ich habe die Operdirektion übernommen. Große Herausforderung, die nur mit der Hilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Art und Weise umgesetzt werden konnten. Das war nicht nur anstrengend, sondern hat auch Spaß und Lust gemacht mit den Mitarbeitern.